Okay. Yeah. Wir können ja mal nebenbei noch sagen, wer bei uns mitspielt gerade. Das ist Silmythil als Heiler. Oder? Ja. Dann Shumli Tarum und Astral C4 als DDs. Die machen ihren Job großartig. Alle Mann, auch der Steve. Ich bin sehr entzückt von diesem Vorspiel. Wenn man sich jetzt mal die Quest anguckt, also man hätte, wir hätten jetzt in dem Fall noch 77 Minuten und 40 Sekunden Zeit, um den Satz fertig zu machen. Okay. Und diese ganzen Zeichen, die da drunter sind, so viel Aufgaben muss man bewältigen. Richtig. Also das wird schon gleich gezeigt, hey, du musst so und so viel schaffen in der Zeit, also kannst du dir denken, wie lange was dauern wird. Also das ist eigentlich zu tun. Ja. Hier zum Beispiel kommt jetzt dann dieser Zwischenboss. Ach echt schon, ja? Ja. Der Rambade. Captain Madison. Captain Madison. Ist das eine Frau? Nein. Wie jetzt? Wollen die jetzt das reden? Ach jetzt. Eindrücklinge, was habt ihr hier zu suchen? Rangeliger Hund? Rangeliger Hund? Ja. Macht sie trotzdem dich? Schatten? Steve, ist das ein Tipp? Nee, ne? Ist einfach nur ein Vogel. Ja. Captain Madison, da ist er. Greif den Vogel an, Steve. Echt nicht? Oh. Mach, die schaut ihn nicht! Du hast einen Piratenkapitän gefunden, warum ist das Fest nicht voll? Oh yeah, Steve. Opo-Opo-Form. Das ist eine Tappe. Raptor-Form. Meine Männer, so. Das werde dir von Chun-Li darum. Chun-Li darum, genau. Wehe euch. Blockt. Ja. Genau, zum Beispiel hier, der ist ja auch Stufe 15, ne? Hält aber viel mehr aus. Was macht der denn jetzt? Haut ab. Oh, ey, ist nicht euer Ernst, Herr Kapitän. So, das ist zum Beispiel für unseren Heiler. Ja, würde ich nehmen. Hm? Verkauf's ihm dann. Kennt ich, bin auch lieb. Ja, ich hoffe, wir kriegen jetzt mal hier eine schöne Waffe. Wir bräuchten jetzt einen Schlüssel zum Wellenfahrertor. Herr Steve. Ja, ich weiß. Ist der hier? Hallo? Entschuldigung, ist hier dieser warum haben die dich jetzt nicht angegriffen? Die haben doch auch dieses Zeichen. Einfach zu schlafen haben. Oh. Na, ist noch zu. Immer wieder so ein Phänomen ist in Online-Spielen, dass man levelt und wenn man auf der gleichen Stufe ist wie ein Charakter, ist alles okay. Also es ist ja klar, dass die Charaktere oder die NPCs leveln mit dir mit. Beziehungsweise du bist auf dem Level wie die Gegner. Mhm. Zumindest sollte es so sein. Und dann ist es immer faszinierend, dass ein
nennen wir es mal ein Keiler Level 70, dann einen Drachen Level 30 ganz einfach besiegen könnte. Obwohl er auf Level 30 dieser Drache so als übermächtiger Boss vorgestellt wurde, kommt dann so ein kleines Keilervieh an und macht den Drachen platt. Was ja eigentlich rein logisch gar keinen Sinn macht, aber rollenspieltechnisch am Tageswerk na, du weißt schon, Mann, hier geht ja wohl los. Mitten in der Nacht. Guck mal, das Gandalf, der läuft vor. Nee, jetzt nicht mehr. Das war unser Astral. Genau, der Astral. Astra. Der neue Opel Astra. Der räudige Hund da. Räudige Hund, wir schneiden den Schwanz ab. Kann man Gegnern irgendwelche Gliedmaßen abschneiden, dass man die dann hat? Nein. Nein? Kann man Trophäen sammeln? Irgendwie von einem großen Boss, weiß nicht, einen Zahn, und den sich so in sein Haus stellen, zum Beispiel? Gibt es hier Häuser? Ja. Zuerst gab es noch Bärenhäuser, jetzt gibt es private Häuser. Okay, und da aber kann man sich jetzt nicht irgendwie den linken, die linke Kralle von Primael, Luktaria, dem dritten vom Hause Mülleimer-Container. Weiß ich nicht, ich habe meine Wohnung noch nie gekauft. Du hast noch nie eine Wohnung gekauft, okay, du lebst also auf der Straße, ist okay. Kapitänsstube. Schlüssel zum Wellenfahrertor finden. Ist das das Wellenfahrertor? Nein, das ist die Kapitänsstube. Aber wir haben einen Schlüssel zur Kapitänsstube. Sehr gut. Von wo? Von dem Köter. Von wem? Von dem Köter. Vom Köter? Nein, von dem anderen, der noch da. Die sind eigentlich drin. So. Hab ich den Namen nicht schon mehr? Tut mir leid. Aber meinst du nicht von Kapitän Maridon? Nein. Madison, meine ich? Nein. Okay. Und Sastascha? Ist das der Name der Instanz oder hat das noch irgendeinen anderen Bedeutung? Das heißt einfach. Die heißt, der Wort heißt also so, okay. Richtig. Und ist man als Tank eigentlich auch automatisch der Anführer? Automatisch? Nein. Da beispielsweise ist unser Chumli dafür. Warum? War nicht wahr. Vielleicht war er der Erste, der sich da hinhält. Ja. Gut. Wie das ist mit dem Lido, das kann ich nicht sagen. Okay. Könnte man rein theoretisch auch sich zufällig irgendwo in der auf der Landschaft treffen und dann so in den Text schreiben, hey du, und die antworten, hey du, ja, wollen wir mal eine Instanz machen? Okay. Dann macht man ja sicherlich nicht diese automatische Suche. Geht das dann auch so, dass man... Man kann auch einfach die Gruppe bilden. Ja. Und der Leader, entweder war es nur der Leader oder auch andere, können dann hier einfach in dieser Inhaltssuche dann halt das anklicken, was sie wollen. Beispielsweise jetzt das Tasche. Ja. Und dann, wenn sie eine komplette Gruppe haben, dann werden sie gleich von Anfang an was. Alles klar. Von vorne anfangen. Ja, ist okay. Okay. Und nochmal zum Anführer. Aber es sollte schon so sein, dass der Tank oder die Tanks vorneweg laufen. Ja, also die halt zuerst anführen. Die auch so an sich den Weg vorgeben. Das muss nicht immer sein. Das muss nicht immer sein. Machen wir den Schlüssel jetzt her von diesem großen Typen in der Rüstung. Richtig. Jetzt müssen wir den Walhauer besiegen. Den Walhauer besiegen, ist das jetzt der Vorname? Denn? Mhm. Alles klar. Das macht wieder Sinn. Und das ist dann jetzt der Endboss. Ja. Oh, wer ist denn da? Captain Madison. Oh mein Gott, wer ist das denn? Den kenne ich gar nicht. Guck mal, du läufst jetzt an denen vorbei und die greifen dich nicht an. Obwohl die dieses Zeichen haben. Das ja, ich meine, du konntest ja wirklich mitten durch die durchlaufen und irgendwie nicht auf den Zug gekommen. Das heißt, mein Bild nicht. Hast du geblendet? Ja, ja, hast du geblendet.
Ist das so, Anders, hast du auch online, oder hast du jetzt persönlich auch MMORPGs oder MMOs auf dem PC mal gespielt? Ja. Hast du. So, dann kennst du ja sicherlich die Steuerung mit 1, 2, 3 bis ansonsten was und dann diese ganzen Variationen. Wie ist denn jetzt die Umstellung so auf PS3 bzw. PS4? Ist ja in dem Fall genauso, aber in dem PS3? Am Anfang, muss ich ehrlich sagen, war das schon komisch. Ja? Ja, es war halt mal was anderes. Ja, man sieht ja auch, man hat ja auch jetzt nicht diese Attackenvielfalt. Man kann sie halt nicht haben, weil das sind jetzt wie viel? 4, 8, das sind ja so 16 Attacken, ne? Ja, du kannst auch halt schnell wechseln. Ach echt, geht das? Ja, mit R1. Du kannst halt die, siehst du ja, wie viele Zeilen da liegen? Ja. So viele kannst du dann mit Fähigkeiten und sonstigen so haben. So. Okay, dann müsste man aber echt, na gut, das geht ja schnell. Also ist es eigentlich nur, wie eigentlich auch dann auf dem PC, eine Sache der Übung, dass man so sich reinfuchst? Ich denke mal, nach ein oder zwei Stunden habe ich dann wirklich eigentlich raus. Ja, okay. Am Anfang habe ich wirklich, wo drückst du, wo machst du das, wo machst du jenes? Ja. Und dann kommt noch diese Unübersichtlichkeit dazu am Anfang, dass man gleich noch mehr verwirrt ist, dass, verdammt, wo bin ich jetzt? Wo? Warum greift er denn? Warum greife ich mit der Attacke an? Will ich doch gar nicht. Ja, okay. Captain, Captain, Medizin, Sie sind gleich tot, dann müssen Sie etwa. Och, das ist nicht dein Ernst! Mensch, Mary! So, ist jetzt was für uns dabei? Nein. Ach, komm schon. Ist aber wirklich jedes Mal das Gleiche. Entweder spielst du mit einem Krieger, kriegst du nur Zauber oder Schlechtes. Ja. Und kämpfst du als Zauber, dann kriegst du nur Krieger. Ja. Mit meinem anderen Charakter bin ich gerade dabei, meinen Heiler auf Level 50 zu machen. Und ich habe manchmal 4 oder 5 Mal die gleiche Instanz wiederholt, weil ich eine bestimmte Ausrüstung haben wollte. Und dann kam es und kam es nicht. Dann habe ich immer mit einem Faustkämpfer gemacht. Was war? Dame. Wie viele Charaktere kann man pro Account haben? Beziehungsweise pro Server? Und Welt, glaube ich, jeweils 8. Jeweils 8. Okay. Auch eigentlich bloß halt ein. Ja, genau. Weil ich kann ja mit dem auch jede Klasse machen. Das haben wir ja schon geklärt, genau. Mal schön alle getriggert, ne? Sensuity macht. Tank. Thanks. Chaos Tank, ja. Alle auf einmal. Heiler tot. Da hätte das aufgestiegen, ne? Glückwunsch. Siehl. Mythiel. Ja, jo. Denk mal, am Ende der Instanz stellen wir auch auf Level 17. Ja, klar, sieht das aus. Eine Frage jetzt noch. Und zwar ist noch einer aufgestiegen. Der ganz unten. Und zu dem komme ich auch gleich hier. Astral Sephir hat, wenn man mal seinen Namen betrachtet, unsere Namen, bis auf sein, sind alle normal geschrieben, sein aus kursiv. Ja? Ja. Siehst du das? Jetzt macht wieder was. Jetzt. Siehst du das? Astral Sephir ist. Na genau, das ist kursiv geschrieben, ne? Es. Müsste da wo? Keine Ahnung, woran das liegt. Warum war der da eben Stufe 22? Ist der eigentlich was anderes? Ja, ist eigentlich Stufe 22. Das kann auch daran liegen. Dass der jetzt irgendwie mit einer Neben. Ne, das auch höher ist als eigentlich die Instanz. Ach so. So, genau, an dem. Ist vorbei. Ja, ich.
Warum sieht er dich jetzt nicht? Das ist doch eigentlich, jetzt hat er dich zwar mitbekommen, aber warum hat er dich jetzt nicht gesehen? Ich meine, du bist ja wirklich jetzt nochmal 2 Meter, wenn überhaupt, neben den gelaufen, da hatte ich ihn ja erkannt. Dumme NPCs. Diese KI, ne? Final Fantasy, was soll denn das? Ja, sieht doch an, wo ganz groß, wo du einfach da vorbeiläufst, einfach da anhältst. Einfach die anderen. Yeah! Level up! Haben wir was Neues bekommen? Nee. Schön. Wir kommen erst auf Level 20. Level 20. Oder wenn wir die eine Quest abgeben oder machen. Ja, Klassenquest. Ach so. Okay. Kriegen wir nämlich den Schildwurf. Schildwurf? Hm? Geil, wie Captain America. Echt? Und der Schild wieder zurück? Ja. Geil. Geht mit jedem Schild? Ja. Geil. Sehr. Warum? Ja, natürlich. Wie soll ich das bloß erklären? Ich bin geliefert. Nicht gerädert, sondern geliefert. Madison, den ich getötet habe? Ja. Okay. Das ist den Waldhauer. So soll denn alles sehr. Irgendwas. Gut. Den Waldhauer ist, wie man sieht, kein Mensch, sondern ein Hasen. Richtig. Das wollte ich gerade sagen. Und die leben im Wasser, so wie er aussieht, genau, können aber auch dann Beine und guten Gleichgewicht sind. So wie Gnome an Land leben und uns ordentlich Feuer unseren Arsch machen. Kann natürlich auch Blubber einsetzen, so wie Shiggy, was wir gerade gesehen haben. Und was mich jetzt überrascht, die Energie von Dan Walhauer geht viel schneller runter als die von Captain Madison. Das liegt natürlich nur daran, dass wir eine Stufe aufgestiegen sind und unsere Tankfähigkeiten unglaublich so, sich so gestiegen haben, dass der Walhauer gar nicht mehr wohl weiß, wie er damit umgehen soll. Dem wurden auch bei den anderen ja noch andere Gegner da. Ist das auch so. Das, der ist ja hier gerade alle ziemlich beide Räume. Ja, schon die hast du gehört. Limit Break. Limit Break. Limit. Warte mal. Ja? Ja. Guck mal, jetzt ist Live Rage gekommen. Du bist immer noch am Schreiben, ne? Geht's nicht mehr. Okay. Wenn einer aus der Gruppe stirbt, ist nicht gleich alles automatisch vorbei, oder? Nein. Wenn man halt die Instanz oder einfach den Kampf gewonnen hat, muss er bloß einen Knopf drücken und dann wurde er halt wiederbelebt. Dancing Queen! Das dachte ich noch. Und wir ganz cool. Routine, hast du mir gesagt, ist Erfahrungspunkte, ne? Genau. Haben wir schön ordentlich bekommen. So, haben wir nichts bei uns. Oh. Ja. Dann gibt es halt einfach noch die Möglichkeit, irgendjemandem zu sagen, ach, du brauchst doch wertvollste Spiel. Wissen ausreichen. Okay. Schön, ne? Das ist doch cool, ne? Und was für eine Auszeichnung ist das dann? Nochmal ein paar mehr Routinepunkte, oder? Das ist einfach so eine kleine Auszeichnung. Wo du sagst, ach hier, es hat Spaß gemacht mit dir, du warst der Wichtigste am Bett von mir aus. Ja. Und du kriegst dann, glaube muss ich jetzt sagen, irgendwann so was dafür. Ach, das ist unsere Zeit.
Gibt's auch Bekleider, die irgendwas bringen? Also. Bekleider sind einfach nur so da. Okay. Ich finde jetzt gerade. Dekoration. Oh, Dekoration. Finden tue ich jetzt nicht. Ja, ist okay. Doch, hier haben wir es doch. Ah. Für 10 Ehrungen zum wertvollsten Spieler erhalten wir den Titel Die Seele des Rudels. Jo. Und für 50 den Schokoprinzen. Schokoprinz, ja. Klingt wie Negakus, nur Schokoprinz.